Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge zu Darksiders. Ja, wir waren ja zum Schluss und hatten ja uns den Enterhaken geholt. Falls ihr euch jetzt wundert, wo ich bin, ich habe vergessen, außer aufs Aufnahme zu drücken und bin jetzt halt 5 Minuten weiter. Also das war nichts Spannendes, da hat man einfach nur gesehen, dass man hier an diese Teile springen kann. Hier mit der mittleren Maustaste. Und man hier gerade dann zu den anderen Orten fliegt, also hin jumpen kann. Hier kam ich dann her. Da musste ich dann rüber, hier rüber, damit ich hier den Schlüssel hatte und dann hier konnte ich das dann aufmachen. Und jetzt gehe ich gerade nochmal zurück. So. Und da sehen wir auch wieder diese Siegel. Also es fehlen noch 3 Spinnen, die ich töten muss. Muss ich gerade gucken, ob ich da runter kann. Ja gut, jetzt bin ich eh unten. Suche ich mir gerade mal das Leben hier, was ich dort gefunden habe. Und ja, dann geht's einfach auch schon gerade weiter. So. Jetzt laufen. Müssen wir erstmal alles zurücklaufen. Da ja diese ganzen Spinnen komplett verteilt waren. Und da kommt auch schon die erste. Mit ihren Dienerinnen, mit ihren kleinen verschissenen Viechern, die ich einfach mal so zertrete. Und mit dem Enterhaken können wir ja, wie schon in einem Video, können wir ihren Schild zerstören. So. Und dann beenden wir das mal hier schneller, weil die ist echt nervig. So, jetzt machen wir hier schöne Finishing Move und zerstücken bzw. reißen sie von innen heraus auf. Und damit haben wir ein Siegel vernichtet und damit bleiben nur noch 2. So, öffnen wir mal dieses ganze eklige Zeug. So, die zertrete ich jetzt einfach, weil es geht jetzt einfach viel schneller. Gerade ein bisschen Schluck auf. Und wie man schon auf der Map sehen kann, unten rechts ist da noch irgendwo ein Vieh. Und wir müssen jetzt halt leider Gottes alles erstmal zurück wieder. So. Und da verfolgen mich auch schon die Viecher, aber die interessieren mich jetzt erstmal gar nicht. Weil die höchste Priorität haben natürlich jetzt diese fetten Spinnen. Und hier ist dann auch schon gleich die nächste. Ja. Und da habe ich dann hier... Werde ich erstmal in die Balrog-Form gehen, weil jetzt kommt da gerade wieder ein bisschen mehr Besuch. Und damit können wir das Vieh auch mal ein bisschen schneller kaputt hauen. Hoffe ich mal. Irgendwie nicht. Doch. Nee, haben sie immer noch nicht kaputt. Doch, jetzt haben wir es kaputt. Und jetzt sehe ich gerade gar nichts. Und jetzt sind wir wieder in der Normalform. Machen hier bei dem mal einen Finishing Move. Und hier, der kriegt jetzt auch gleich mal hart auf die Fresse. So. Was geht mit dem Vieh? Okay, also damit haben wir auch das 3. Siegel endlich geschafft. Und killen hier gerade mal diese Viecher. Ich hatte ja schon Part 26 hochgeladen gehabt, falls es einige von euch gesehen haben, aber ich hatte außerdem die falsche Audiodatei. Ja, und da habe ich dann einfach entschlossen, das Ganze nochmal zu dokumentieren, zu kommentieren, was auch immer. Nur das Beste natürlich. So, da können wir jetzt auch gerade einfach über diesen riesigen Abschlund. Abschlund. Ich bin aus dem Abschlund. Rüber. Und damit haben wir jetzt auch die 4. Und das wird jetzt die letzte sein. So, wo ist er? Da. Und das beenden wir jetzt mal ein bisschen schneller. So, die kann mich ruhig ein bisschen anhitten, das ist mir völlig egal.
Da haben wir nämlich eh nochmal so ein Heal-Ding, wenn ihr das von hinten sehen könnt. Und damit machen wir jetzt mal einen schönen Finishing-Move, damit es ein bisschen schneller geht. So, da haben wir sie komplett vernichtet. Holen uns noch hier das restliche Leben und haben somit das letzte Siegel besiegt. Also, geschafft. Aber halt! Da ist noch ein Siegel und wer könnte das wohl sein? Jetzt könnt ihr mal raten. So. Und wer ist es natürlich? Die Sammlerin. Ja, das ist sie, die Gute. Labt sich an den Kokons, die sie geschaffen hat mit den Toten. Und sieht auch recht entzückend aus. So, da füttern wir sie ein bisschen. Ich habe mich im Vorfeld schon mal ein bisschen schlau gemacht, wie sie funktioniert. Deswegen wundert euch jetzt nicht, warum es jetzt schnell geht. Ja. Ich muss sagen, als ich sie mir angeguckt hatte, habe ich überhaupt nicht gedacht, wie man die besiegen soll. Bis man eigentlich mal drauf kam, aha, man hat ja noch einen Tremorarm, ne? Damit man es kaputt machen kann. Und ihr solltet auch immer springen, wenn sie diesen Jump macht. Ja, und jetzt zum Beispiel... Ja, war ich zu langsam. Müsste dann mit diesen Kokons füttern. Weil dann bleibt sie erstmal so ein bisschen so auf Abstand, sage ich mal. Und könnte da ein bisschen Schaden hinten machen an ihrem Arsch. So, müsste halt nur schnell sein. So, gerade noch geschafft. Und ich weiß nicht, wie oft man das machen muss. Ja, wie ihr es schon sehen könnt, macht die schon guten Schaden mit diesen Druckwellen, die ihr seht, die so lila gefärbt sind. So, jetzt komm. Boah! Also eigentlich hättest du mich ja treffen müssen, aber anscheinend habe ich es noch geschafft. Ah. So, da habe ich es nochmal geschafft. Das müsste jetzt eigentlich das letzte Mal sein mit meiner Todeswalze. Und auch nicht. Ja. Ja, spring doch! So ein Idiot, der springt nicht. Und jetzt kommt sie wieder an, gerannt, angefokust. Und da kann ich mit Leichtigkeit ausweichen. So. Ich hoffe mal, dass es das jetzt letzte Mal ist. Also es müsste eigentlich so sein. Ja, und da haben wir sie besiegt. Schaut euch einfach die Szene an und genießt dieses Spektakel voller Blut und Insekten. Spinne. Gehört die Spinne überhaupt zu einem Insekt? Keine Ahnung. Richtig fett, ey. Das Blut spritzt, spritzt. Und somit haben wir das letzte Siegel zerstört. Wobei, ne Moment, das war glaube ich gar nicht die Sammlerin. Nein, nein, Quatsch, sorry. Das war totaler Blödsinn, was ich gesagt habe. Das war die gar nicht. Das war einfach nur so ein fettes Vieh, so ein fettes Monster, sorry. Nee, es war nicht die Sammlerin. Was laber ich denn? Hast du überhaupt gelernt oder was? Nein, Spaß. So, jetzt geht's gerade weiter. Da haben wir ja gerade schon so ein schönes, schlangenartiges Vieh gesehen. Das wir jetzt mit Sicherheit sehen werden. Und ja. So ein bisschen hier Chinesisch-Style oder was. Boah. Versucht die halt eben mit meiner Todeswalze zu töten. Wenn ich es dann mal wischen würde. Weil man kann dem Scheiß auch irgendwie nicht ausweichen. So, jetzt gerade schöner Finishing Move. Und natürlich kommen jetzt mehr. Aber diese grünen Viecher kommen. Die dürften für mich überhaupt kein Problem sein. Ich meine, ich habe genug mit Skeletten zu tun gehabt. So, dann machen wir unseren schönen Combo-Angriff. Und hauen natürlich erstmal alles weg. Und da kommt natürlich nochmal so ein Vieh.
So. Und den machen wir auch gleich mal weg hier, damit wir uns wieder voll und ganz auf dieses Vieh hier konzentrieren können. Okay, das sind noch mal welche. Ja, man muss halt ausweichen bei diesem scheiß schwarzen Strahl, aber das ist halt ein bisschen schwer, wenn hier 5 Millionen von diesen komischen Viechern rumhocken. Weil er halt schön ausweicht, dieses Arschloch. So. Und damit hätten wir jetzt erstmal diese verdammten Skelette erstmal gekillt. So, jetzt haben wir dieses Vieh auch endlich, ey. Die sind richtig nervig. Unglaublich. Kommt jetzt noch eins, ey, bitte nicht. Oh ja, klar, natürlich. Vergesst das, ich gehe Ballrockform. Die hau ich mit meiner Ballrockform kaputt. So, gleich mal hier schön in die Fratz gekloppt. Da gibt's ja gar nicht. Jetzt reißen wir dem erstmal den. Das Horn raus, nicht den Horn, das Gerät, der Gerät, die Ich-Du-Er-Sie-Es-Gerät. Nein, Spaß. Ich ärgere mich ein bisschen, dass ich das falsche Audio reingemacht habe. Muss ich ehrlich gestehen. Und was ist das? Ein Wasserfall. Nein, eine Unterwelt. Ach, keine Ahnung, was ich gerade laber für einen Scheiß. Ihr wisst doch, was ich meine. Hoffentlich. So, komm, beweg dich mal hier. Du bist doch der Retter der Welt. Du bist doch Reiter. Gib doch mal Gas. Willst du vielleicht noch einen Kaffee oder so? Ich glaub nicht. Es kommt mir hier irgendwie bekannt vor. Hier war ich ja schon. Also ich ignoriere die jetzt. Oh nee, ich kann die nicht ignorieren. Ah, ist das nicht genial. Ist das nicht genial? Ist das nicht genial? Genial, genial. Das ist genial. Oh, geht mir doch nicht auf den Sack, ey. Komm schon. Wie viel Leben haben die denn, ey? So, jetzt. Jetzt. Zack. Der erste ist kaputt. Boah, was eine Animation mit diesen gefrorenen Eisklötzen. Oh, und noch Engeln. Ach Gott, da habe ich ja alles dabei. Und der Endboss noch. Komm schon hier. Geht doch gleich die ganze Action. Da sind noch alle dabei. So, den machen wir auch mal Finishing Move hier. So. Und dann gibt es auch noch mal für die Elfen, wollte ich gerade sagen. Für die Engel mal ein bisschen hier aufs Maul. So. Da spritzt das Blut, das ist unglaublich, ey. Da denkt man gerade, wir besitzen irgendwie 5000 Liter Blut. Vor allen Dingen, wir können überhaupt, oh, komm schon. Bitte. Ach, komm. Okay, vergess es. Ich gehe wieder in die Ballrock-Form, ey. Das ist mir einfach zu blöd. So, da haben wir den auch gleich kaputt. Und dann noch hier diese verschissenen Tauben. Geht. Es geht doch. Ah, da ist noch einer. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon jetzt. Ja, geht doch. Und damit haben wir dieses Level auch besiegt. Und jetzt gehe ich durch.
Ich will diese kleinen Viecher nicht töten. So. Und jetzt wären wir bei dieser Tür. Und ich bin runtergefallen. Ach du Scheiße. Was ein Fail. Und ich bin hier drüben. Ach, was ein Fail. Ja. Bin am Anfang bin dann am Ende noch gestorben. So eine Scheiße. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen von Darksiders. Und ich hoffe, ihr seid jetzt bereit in der nächsten Folge für die Königin. Wenn es heißt, wenn wir der Sammlerin mal richtig in den Arsch treten. Und bis dahin hoffe ich, ihr schaltet dann auch weiterhin ein. Abonniert mich, um mehr von mir zu sehen. Kommentiert, liked oder disliked, was auch immer. Macht, was ihr wollt. Seid doch alle verrückt. Nein, Spaß. Und ich hoffe, also wie gesagt, ich hoffe, wir sehen uns dann zur nächsten Folge, wenn wir der Sammlerin jetzt mal kräftig in den Arsch treten.